Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute endlich weiter mit meiner Sub 2023 Reihe. Wir hatten ja jetzt schon meine Sub-Bücher im Bereich New Adult und Liebesroman. Wir hatten schon meine Sub-Bücher im Bereich Fantasy-Taschenbuch. Und heute möchte ich mit euch über die Subbücher des Genre Fantasy, aber im Hardcover-Format sprechen. Ich habe tatsächlich gesehen jetzt, dass ich zwei ganze Reihen auf meinem Sub liegen habe, die ich doch jetzt wirklich mal langsam lesen könnte. Gerade die erste davon, ich würde auch sagen, wir fangen mit der einfach an. Die liegt nämlich vor mir, weil das vier richtige Schinken sind und die habe ich echt schon ewig im Regal. Ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die liegen mindestens schon 5 bis 6 Jahre auf meinem Sub. Ja, ich spreche von der Ashes-Reihe. Die hat mir damals meine Freundin Lou empfohlen. Die hat nämlich in den höchsten Tönen davon geschwärmt. Und dann gab es ja das Problem, dass, ich weiß nicht, ob es der zweite oder der dritte Band ist, irgendeiner ist super schwer zu erwerben. Und ich hatte das Glück damals, das weiß ich noch, dass ich auf eBay Kleinanzeigen da ein richtiges Schnäppchen geschossen hatte. Ich habe, glaube ich, die ganzen Bücher für 20 Euro bekommen. Und ich weiß nicht, ob es Stand heute immer noch so ist, das könnt ihr mir gerne mal sagen. Aber zu der Zeit, als ich mit jemandem darüber gesprochen habe, vor 1, 2, 3 Jahren, keine Ahnung, da hat man bereits für diesen vergriffenen Band 30, 40 Euro hinlegen müssen. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich die Bücher im Hardcover-Format habe und habe sie aber noch nicht gelesen. Das hat eigentlich auch keinen bestimmten Grund. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass mir das Buch nicht gefällt und dass ich dann eine ganze Reihe hier im Regal stehen habe, die mir nicht gefällt. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von der Reihe haltet, ob es sich lohnt, die jetzt mal endlich zeitnah zu lesen. Ich habe stellvertretend für die Reihe jetzt mal den letzten Band rausgezogen. Lag einfach nur dran, dass ich die Reihe verkehrt herum im Regal stehen habe, klug wie ich bin. Ja, Pechschwarzer Mond ist der vierte Band. Der erste heißt Brennendes Herz, der zweite Tödliche Schatten und der dritte Ruhelose Seelen. Ich werde euch natürlich jetzt den Klappentext zu Band 1 vorlesen, den ich hier auf meinem Handy schon vorbereitet habe, damit ich nicht mehr aufstehen muss. Ja. Ashes, Band 1, Brennendes Herz und los geht's. Die 17-jährige Alex befindet sich auf einer Wanderung in den Bergen, als plötzlich die Natur um sie herum verrückt spielt und eine Druckwelle sie zu Boden wirft. Was war das? Alex hat keine Ahnung, aber sehr schnell wird klar, dass die Welt, die sie kannte, nicht mehr existiert. Die meisten Städte sind zerstört und die Überlebenden werden zur lauernden Gefahr. Das Einzige, worauf Alex noch zählen kann, ist ihre Liebe zu Tom. Gemeinsam versuchen die beiden, sich durchzuschlagen, doch das wird nicht einfach. Das nächste Buch werdet ihr auf den ersten Blick vermutlich nicht erkennen, weil es eine Limited Edition ist, die es so nur bei einem bestimmten Anbieter zu kaufen gibt. Das Sternlose Meer ist ja hier in der Sonderedition der Chest of Fandoms mit einer besonderen Aufmachung. Also die ist richtig, richtig schön geworden. Zum einen haben wir hier den Innenteil. So, ich baue das mal kurz auseinander. Das muss ich euch einfach zeigen. Den Innenteil. Ah, der wunderschön illustriert wurde. Das Buchcover von innen ist auch mit Goldfolie veredelt. Und hier hinten haben wir auch nochmal Bücher und ein Schiff. Dann haben wir hier auch noch den Innenteil. Also es ist ein Wendecover. Ich könnte das jetzt auch so ins Regal stellen. Aber ich finde die Seite mit den Goldveredelungen einfach viel, viel schöner. Und ich glaube, die meisten haben sie auch so rum drin. Ich weiß jetzt auch noch nicht, was es mit diesen Bienen, Schlüsseln, Schiffen und so zu tun hat, aber das lässt sich ja herausfinden. Die Evie hat das Buch gerade gelesen und hat es auch für sehr, sehr gut empfunden. Dementsprechend denke ich, wird es nicht mehr allzu lange auf meinem Sub verweilen. Hier haben sie sogar noch Chest of Fandoms Sonderedition reingeschrieben, damit man auch bloß weiß, von wem sie stammt. Gar nicht mal so doof, aber ich finde keinen Klappentext. Ich habe es jetzt kurz in meinem Handy nachgeschlagen, damit ich euch erzählen kann, um was es geht.
Eigentlich arbeitet Zachary Ezra Rawlins an seiner Promotion. Doch er kommt nicht weiter. Denn immer wenn er in der Bibliothek ist, sucht er ein Buch auf, das zwischen den Regalen versteckt liegt. Ein Buch, in dem Zachary eines Tages eine Schilderung seiner eigenen Kindheit findet. Aber wie ist das möglich? Auf der Suche nach dem Geheimnis dieses Buches entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am Ufer eines sternenlosen Meers, wo er schließlich eine Verschwörung aufdecken und für die Liebe seines Lebens kämpfen muss. Dann liegt hier noch der dritte Band einer Reihe auf meinem Sub. Und zwar ist das die Lux-Reihe von meiner lieben Jennifer Armentrout. Der dritte Band heißt Opal. Und ich war eigentlich auch sehr begeistert von den ersten beiden Bänden. Ich habe die nicht damals gelesen, als die rauskamen. Ich weiß gar nicht, wann die rauskamen. 2012. Ich habe die tatsächlich erst 21 oder 22 gelesen, weil ich Band 1 und 2 schon ewig auf meinem Sub hatte. Habe mir dann irgendwann bei Rebuy auch Band 3 bestellt. Mittlerweile gibt es einen wundervoll neu designten Sammelband. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich 1, 2 und 3 in dieser Version verkaufen soll und mir einfach den Sammelband kaufen soll. Wobei ich mir denke, dass diese hier auch super schön zusammen im Regal aussehen. Aber we will see. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt verraten, um was es in Band 1 geht. Das ist nämlich auch eine Reihe, die auf den Bänden, die davor kommen, immer aufbaut. Als Kathy vom sonnigen Florida ins graue West Virginia ziehen muss, ist sie alles andere als begeistert. In dem kleinen Nest kommt sie anfangs nicht einmal ins Internet, was für die leidenschaftliche Buchbloggerin eine Katastrophe ist. Sie beschließt, bei ihren Nachbarn zu klingeln und so lernt sie den atemberaubend gut aussehenden, aber unfassbar unfreundlichen Damon Black kennen. Was Kathy jedoch nicht weiß, genau dieser Junge, dem sie von nun an aus dem Weg zu gehen versucht, wird ihrem Schicksal eine ganz andere Wendung geben. Die nächsten drei Bücher sind zwar verschiedene Reihen, aber von der gleichen Autorin. Das wären zum einen The Lost Crown von Jennifer Bankau. Das Buch habe ich in einer Bloggeraktion zur Verfügung gestellt bekommen. Also es war jetzt kein klassisches Rezensionsexemplar, deshalb liegt es auch noch auf meinem Sub. Aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, obwohl ich eigentlich richtig Bock habe, weil dieses Cover mich absolut anspricht. Ich bin ja normal gar kein Fan von Menschen auf Covern, aber ich finde dieses Cover richtig schön und es hat mich auch an die andere Reihe erinnert. Ich kann sie euch gerade schon mal zeigen. Die sieht nämlich fast genauso aus. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, dass die beiden zusammengehören und eine Reihe bilden. Ich hätte es geglaubt. Ja, aber worum geht es in The Lost Crown? Schwarz wie die Nacht ist der Wald, in dem die junge Schmiedin Kaya von Räubern entführt wird. Bleich wie der Tod ist der verwundete Anführer Mirolai, der Kayas Hilfe braucht. Rot wie Herzblut ist ihre Angst, dass sie einem Mann in die Falle gegangen ist, der nicht nur mit ihren Gefühlen spielt, sondern auch ihr größtes Geheimnis für seine Zwecke nutzen wird. Denn Kaya beherrscht die Gabe, Magie zu malen. Mit einer violetten Rune auf der Haut heilt sie Wunden. Mit Karmesin rot im Fell beruhigt sie ein nervöses Pferd. Mirolai verfügt jedoch über eine ganz andere Magie, die Kayas Sinne betört und die Macht hat, Königreiche zu stürzen. Und weil ich sie euch gerade schon gezeigt habe, machen wir auch gleich mit dieser Reihe von Jennifer Bankau weiter. Das ist übrigens diese Reihe, auch wenn das andere Cover farblich sehr, sehr gut dazu passen würde. Ja, das hier habe ich mir von einer lieben Freundin besorgt quasi. Ich hatte das hier nämlich schon im Regal stehen und sie wollte das hier loswerden. Und dann dachte ich mir, ich kauf's dir einfach ab, dann hast du die Reihe komplett und kannst sie auch in einem Rutsch lesen. Ja, das ist ungefähr schon mindestens 4 Monate her und seitdem steht sie immer noch ungelesen in meinem Regal. Shame, shame, shame. In dieser Welt sterben Königinnen jung. Dunkelheit, das Gefühl zu fallen und dann nichts. Eben noch stand Mylene in ihrer irischen Heimatstadt, plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. Hier im Königreich Lyra Sky trachtet ihr alles und jeder nach dem Leben. Nur nicht der mysteriöse Fremde, der Mylene aus einer tödlichen Falle rettet, der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt und der ihr nicht verrät, wer er in Wirklichkeit ist. Erst als er sie zum Königshof bringt, erkennt Mylene, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund in Lyra Sky ist. Sie soll Königin werden und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. Das nächste Buch bzw. die nächste Reihe verbinde ich auch so ein bisschen mit meiner Freundin, von der ich das Buch gekauft habe, weil sie mir damals zum Geburtstag Band 1 dieser Reihe geschenkt hat.
Den habe ich mittlerweile auch gelesen, aber Band 2 liegt noch immer auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Auch wieder mit diesem wunderschönen Buchschnitt. Das erste Buch ist so ein bisschen mintgrün-petrol und Band 3 ist, glaube ich, so dunkelblau. Da wollte ich auf jeden Fall auch versuchen, den Band noch mit Farbschnitt zu bekommen, damit die drei einfach ja, für meine Zwänge zusammen mit dem Farbschnitt im Regal stehen. Aber um was geht es in der Reihe? Wenn der erste Junge, den du küsst, deine Seele stehlen will, dann läuft etwas gewaltig schief. So wie bei Abby Woods. Sie hat schon viele Fehler begangen. Diese haben sie nach Darken Hall geführt, einer Londoner Schule, die sich rühmt, auch aus den unzähmbarsten Schülern bessere Menschen zu machen. Als sie dort dem charismatischen Tristan und seinem geheimnisvollen Bruder Bastian begegnet, begeht sie einen noch viel größeren Fehler. Sie stiehlt Bastians Ring, nichts ahnend, welche Kraft sie damit entfesselt. Denn die Tremblays sind keine gewöhnlichen Schüler und der Ring kein einfaches Schmuckstück. Abby gerät in große Gefahr und sie muss erkennen, ein Tremblay küsst man nicht. Das nächste Buch stammt tatsächlich auch aus einer Blogger-Aktion. Irgendwie sollte ich mir mal angewöhnen, die Bücher dann auch zeitnah zu lesen. Aber bei mir ist es leider wirklich so, wenn es kein Rezensionsexemplar ist, dann versauen sie erstmal noch ein paar Wochen im Regal. Aber ich muss auch dazu sagen, bei diesem Buch wollte ich auch einfach warten, bis der zweite Band rauskommt, damit ich das auch in einem Rutsch lesen kann. Und zwar spreche ich von Emily Seymour, Totenbeschwörung für Anfänger. Da ist der zweite Band mittlerweile auf dem Markt. Den werde ich mir auch zeitnah vermutlich noch kaufen und hoffen, dass ich ihn auch noch in dem Buchschnitt kriege. Aber ich war die Woche mit der Ivy im Buchhandel hier vor Ort. Also ich wohne ja quasi 50 Meter Luftlinie zu einer Buchhandlung und da stand er noch im Regal. Da ich an dem Tag aber noch zwei andere Bücher gekauft habe, die ich vorbestellt hatte, habe ich ansonsten im Laden nur geguckt und habe nichts anderes mehr mitgenommen. Aber jetzt erzähle ich euch, um was es überhaupt in der Reihe geht. Ich komme schon wieder von Kuchenbacken auf Arschbacken. Es gibt keinen schlechteren Start in eine Beziehung als den süßen Typen, in dem man sich Hals über Kopf verliebt hat, aus Versehen umzubringen. Emily Seymour, die wohl miserabelste Totenbeschwörerin der magischen Welt, schafft genau das. Noch dazu trifft es ausgerechnet Ashton Goodwin, den Sohn einer verfeinenden Magierfamilie. Will Emily ihn wiederbeleben, muss sie nicht nur einen verbotenen Zauber sprechen, sondern auch ein paar ihrer Lebensjahre opfern. Sie ahnt nicht, dass hinter Ashtons Ableben mehr steckt als ein Missgeschick und dass sie schon bald mit einem schlecht gelaunten Untoten an ihrer Seite die größte Verschwörung aufdecken muss, die die magische Welt je gesehen hat. Ein Buch, das ebenfalls schon sehr lang auf meinem Sub liegt, ist die Fabelmacht-Chroniken Flammende Zeichen. Das ist der Reihenauftakt dieser Reihe. Ich weiß gar nicht genau, ob sie einfach nur Fabelmacht-Chroniken heißen. Ich gehe mal davon aus. Ich habe das Buch damals zum Release gekauft. Ja, sogar noch Werbung drin. So oft habe ich da reingeguckt. Ich gucke mal gerade, wann das Buch erschienen ist. Erste Auflage 2017. Ich habe die erste Auflage gekauft und ja, seit 2017 steht dieses Buch auch in meinem Regal. Das ist eines der ältesten Bücher auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Und ja, vielleicht lese ich es 2027 dann endlich mal so zum 10-jährigen Jubiläum oder so. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es nicht gelesen habe. Ich finde das Cover cool, ich finde den Text cool, ich finde das Setting in Paris cool. I don't know. Ich kann es euch nicht sagen, warum ich es nicht gelesen habe. Vielleicht, weil es so dick war und ich in dem Moment keinen Bock drauf hatte, weil es vielleicht Sommer war. I don't know. Auf jeden Fall steht es hier und jetzt erzähle ich euch, um was es in der Geschichte geht. Schon seit langem existiert sie in den Gassen und Straßen von Paris, die Fabelmacht. Eine seit Generationen sorgsam gehütete Gabe. Jeder, der sie besitzt, kann die Wirklichkeit umschreiben. Doch davon ahnt Mila nichts, als sie nach einem Streit mit ihrer Mutter nach Paris flüchtet. Bis sie auf den geheimnisvollen Nicholas trifft, der die Gabe wie kein anderer beherrscht. Und obwohl Mila ihn noch nie gesehen hat, kennt sie sein Innerstes. Denn sie schreibt schon über ihn, solange sie denken kann. Als Nicholas Familie beginnt, Jagd auf die beiden zu machen, erfährt sie, dass auch er über sie geschrieben hat, mit gefährlichen Folgen, einem Kampf der Geschichten um Liebe und Tod entbrennt. Dann habe ich hier Band 1 und 2 einer Reihe lesen und hier handhabe ich es genauso wie bei Emily Seymour. Ich habe sie hier und habe gewartet, bis der dritte Band erscheint. Das wird, glaube ich, in diesem Jahr noch
geschehen. I hope so. Aber ich habe auch gesagt, ich lese die Reihe zusammen mit Tatjana, weil es zu einem Universum gehört, das wir sehr, sehr lieben und das wir zusammen schon sehr, sehr oft besucht haben. Und zwar ist das das Schattenjäger-Universum. Ich habe nämlich Lord of Shadows und Lady Midnight beide hier liegen. Und der dritte Band erscheint, glaube ich, dieses Jahr. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall lesen wir ja gerade Throne of Glass zusammen und hatten aber auch vorher schon die Chroniken der Schattenjäger und die Chroniken der Unterwelt gelesen. Beziehungsweise mit den Chroniken der Unterwelt sind wir noch nicht durch. Damit machen wir nämlich dann hoffentlich, sage ich mal, ab Mitte des Jahres weiter. Dann, wenn wir die Chroniken der Unterwelt gelesen haben, möchten wir diese Reihe noch lesen. Und dann möchten wir auch noch diese mit Chain of Iron, Chain of Gold, Chain of Thorns lesen, das ja jetzt auch im Mai erscheint und damit die Reihe komplettiert. Aber ich möchte heute über diese Reihe sprechen und da geht es um Emma Carstairs. Und wie ihr wisst, ist ja Cem Carstairs mein absoluter All-Time-Favorite-Lieblingsschattenjäger und Emma ist eine seiner Nachfahrenen. Deshalb finde ich diese Reihe noch einen Müh spannender als sowieso schon. Niemals wird sie den Tag vergessen, an dem ihre Eltern starben. Die 17-jährige Emma Carstairs war damals noch ein Kind und es herrschte ein furchtbarer Krieg, in dem die Schattenjäger, Erzfeinde der Dämonen, fast völlig ausgelöscht wurden. Doch Emma ist überzeugt, dass ihre Eltern nicht Opfer dieses Kriegs sind, sondern aus einem anderen Grund ermordet wurden. Inzwischen hat Emma Zuflucht im Institut der Schattenjäger in Los Angeles gefunden. Dort erschüttert eine mysteriöse Mordserie die Unterwelt. Als Emma einen Zusammenhang zum Tod ihrer Eltern entdeckt, geht sie dieser Spur nach, auch wenn sie damit den zerbrechlichen Frieden gefährdet, der einen weiteren dunklen Krieg verhindern soll und ihre Seelenverwandten Julian in große Gefahr bringt. Kommen wir jetzt zu vier Büchern, oder kommen wir zu den letzten vier Büchern auf meinem Sub, die tatsächlich noch gar nicht so lange darauf verweilen. Das oberste, das hier noch auf dem Stapel liegt, habe ich zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse 22 gekauft. Das liegt also ein knappes halbes Jahr auf meinem Sub, was für mich jetzt noch nicht so viel ist. Alles, was unter einem Jahr ist, ist eigentlich relativ gut. Ich wollte eigentlich Band 1 kaufen, war auch erst samstags am Stand, oder war das sogar sonntags? Nee, ich war samstags am Stand und es war halt schon ein bisschen später und da war Band 1 leider schon ausverkauft. Deshalb habe ich mir Band 2 gekauft, aber auch nur, weil die Autorin gerade da gesessen hat und ich sie gefragt habe, ob sie mir das dann auch gerade unterzeichnen würde. Ansonsten hätte ich es tatsächlich vermutlich eher nicht gekauft, weil ich ja so jemand bin, der immer erst die ersten Bände kauft. Macht ja auch Sinn. Ich denke, das tut ihr auch. Ja, auf jeden Fall hat sie mir das signiert und hat auch noch einen Kollegen hier reingemalt, von dem sie sagte, der wird uns noch begegnen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob das ein guter Junge oder ein schlechter Junge. Es ist auf jeden Fall ein Oktopus. Und jetzt lese ich euch den Klappentext zu Band 1 vor, weil das nämlich auch eine fortlaufende Reihe ist. Das bisschen Sturmflut. Ella ist fest entschlossen, sich ihren Cornwall-Urlaub in Granny's Cottage nicht verderben zu lassen. Als sie jedoch einen vermeintlichen Surfer vor dem Ertrinken rettet, ist in ihrem Leben plötzlich nichts mehr wie vorher. Denn der geheimnisvolle Ares stammt aus einer ganz anderen, mystischen Welt. Ella stürzt sich in ein Abenteuer voller Wunder und Schrecken und nicht nur ihr Herz gerät dabei in höchste Gefahr. Das nächste Buch habe ich von meiner lieben Ramona geschenkt bekommen. Die hat irgendwie immer sehr, sehr gut auf dem Schirm, welche Bücher mir auf meinem Sub noch fehlen, beziehungsweise welche mir zur Reihenvervollständigung noch fehlen. Sie schaut meine Videos da echt sehr, sehr genau und hat mitbekommen, dass ich Before Destiny noch nicht gelesen habe. Das ist der zweite Band der Schwur der Göttinnen-Reihe. Ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber das ist auf jeden Fall der Untertitel von beiden Bänden. Ich finde den richtig, richtig schön, vor allem mit diesem Rosé-Metallic. Highlight. Ich habe Band 1 auch schon gelesen, fand ihn auch sehr, sehr süß und freue mich eigentlich auch schon auf die Reihe oder darauf, die Reihe zu beenden. So, warum ich es auch nicht getan habe, I don't know. Ich erzähle euch aber gerne, um was es in der Reihe allgemein geht.
Die Götter verbieten eure Liebe, doch dein Herz kennt keine Regeln. Jupiter, Mars, Minerva, Venus. Die alten römischen Gottheiten spielen in Nailas Leben bisher überhaupt keine Rolle. Doch das ändert sich, als sie einen furchtbaren Autounfall hat und ihn auf unerklärliche Weise unverletzt überlebt. Als kurz darauf die zwei mysteriösen Typen Philemon und Syrian an Nailas Highschool auftauchen, spürt sie, dass die beiden etwas verbergen und auch in ihr selbst ein Geheimnis erwacht. Besonders zu dem unnahbaren Syrian fühlt Naila sich auf eine fast magische Weise hingezogen. Doch ihre Gefühle haben keine Zukunft, denn ihre Liebe würde Naila in Lebensgefahr bringen. Kommen wir jetzt zu den letzten beiden Büchern, die ich beide irgendwie mit Ivy verbinde, weil es zu diesem hier eine lustige Geschichte gibt. Wir wohnen ja quasi fast im gleichen Ort. Und sie war letztens hier in der Buchhandlung, als das Buch eigentlich noch gar nicht erschienen war, und schickte mir eine Nachricht: Schau mal, im Friedrich gibt es Elfenerbe schon mit Buchschnitt. Es ist nur noch einmal da. Ja, als ich dann irgendwann mal aufs Handy geguckt habe und die Nachricht gelesen habe, war ungefähr schon eine Stunde vergangen, seit sie mir die geschickt hatte. Und lustigerweise stand ich gerade in der Buchhandlung, habe ihr dann ein Foto vom Buch geschickt und schrieb nur drunter: Jetzt gibt es keins mehr. Das war echt ein lustiger Zufall. Ja, ich habe es vor Release schon gekauft. Ich weiß, das soll man nicht machen, weil das den Autoren in ihrem Kampf auf die Bestsellerliste zu kommen schadet. Aber sind wir mal ehrlich, wir reden von Holly Black. Das Buch wird so oder so ein Bestseller, weil die Reihe einfach unfucking fassbar gut ist. Also die Hauptreihe. Und alle Reihen, die geliebt werden von der Menschheit, da kann man einfach davon ausgehen, dass die Spin-offs auch geliebt werden. Sind wir mal ehrlich, oder zumindest gekauft werden. In diesem Band geht es um Oak, den kleinen Bruder der Protagonistin aus der Hauptreihe. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich fand, der ist ein sehr, sehr interessanter Charakter. Und ich bin froh, da auch mal ein bisschen mehr zu erfahren. Mir fehlt ja leider noch ein Band von der Hauptreihe, den ich noch nicht gelesen habe. Deshalb liegt das hier auch immer noch auf meinem Sub. Und warum habe ich eigentlich die anderen beiden, den anderen Band nicht mit ins Video mit aufgenommen? Ja, also Band 3 der Elfenkronenreihe, Elfenthron, fehlt mir auch noch. Ich denke, ich muss zur Elfenkrone jetzt nicht so viel sagen. Denkt ihn euch einfach hier mit dabei. Ich werde ihn auch nochmal unten verlinken, wenn ihr ihn euch genauer anschauen möchtet. Da verlinke ich euch ja sowieso immer alle Bücher, die ich im Video zeige. Und ja, jetzt erzähle ich euch, um was es hier in diesem Spin-off geht. Oak Greenbriar, der 17-jährige Bruder von Jude, Königin von Elfenheim, ist Thronfolger wider Willen. Schon als Kind stand er im Mittelpunkt eines brutalen Machtkampfs um den Thron und kennt die Höhen und Tiefen seiner Stellung. Als er gemeinsam mit Sorin, der wilden und unberechenbaren Königin des Hofs der Zähne, auf eine Reise geht, verbergen beide zunächst ihre wahren Motive voreinander. Denn ihr Bündnis ist fragil und dem anderen zu vertrauen könnte ein ganzes Reich aufs Spiel setzen. Kommen wir last but not least zu meinem letzten Buch auf meinem Fantasy-Hardcover-Stapel der ungelesenen Bücher. Es ist nämlich Nevernight 3. Und jetzt werdet ihr euch fragen: Moment, du hast doch gesagt, du hast die Reihe noch nicht gelesen. Warum liegt hier Band 3? Und warum halte ich nicht Band 1 in die Kamera? Das liegt daran, dass ich Band 1 und 2 noch nicht gekauft habe. Ich habe aus Versehen den dritten Band gekauft, weil er bei Avell oder so gerade sehr, sehr günstig war. Und mir dachte, so günstig kommst du vermutlich so schnell nicht mehr da dran. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mir Band 1 und 2 noch besorgen muss, beziehungsweise die Ivy hat Band 1 für mich. Und ich werde mir dann noch den zweiten Band kaufen, weil diese Reihe einfach so gehypt wird. Und normalerweise bin ich bei Hype-Büchern ja auch sehr skeptisch, aber ich habe so viele Mädels im wirklich engeren Freundeskreis, die die Reihe feiern und lieben und gut finden. Und deshalb vertraue ich da auf deren Urteil, wenn sie sagen, dass mir die Reihe auch sehr, sehr gut gefallen wird. Band 1 heißt übrigens Die Prüfung und Band 2 Das Spiel und Band 3, wie ihr gesehen habt, Die Rache. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Mia Corvea kennt nur ein Ziel, Rache.
Als sie noch ein kleines Mädchen war, haben einige mächtige Männer des Reiches Francesco Duomo, Justicus Remus, Julius Sceva ihren Vater als Verräter an der Hyldreianischen Republik hinrichten und ihre Mutter einkerkern lassen. Mia selbst entkam den Häschern nur knapp und wurde unter fremdem Namen vom alten Mercurio großgezogen, einem Antiquitätenhändler. Mercurio ist jedoch kein gewöhnlicher Bürger der Republik. Er bildet Attentäter für einen Assassinenorden aus, die Rote Kirche. Und Mia ist auch kein gewöhnliches Kind. Sie ist eine Dunkelin. Seit der Nacht, in der die Familie zerstört wurde, wird sie von einer Katze begleitet, die in ihrem Schatten lebt und sich von ihren Ängsten nährt. Mercurio bringt Mia vieles bei, doch um ihre Ausbildung abzuschließen, muss sie sich auf den Weg zur geheimen Enklave der Roten Kirche machen, wo sie eine gefährliche Prüfung erwartet. Das war nun mein letztes Buch auf meinem Fantasy-Hardcover-Stapel der ungelesenen Bücher. Es waren doch wieder so einige, also gerade wenn ich diese Videos abdrehe, merke ich einfach immer, wie viele Bücher eigentlich noch auf meinem Sub liegen. Aber es kommen halt auch immer so viele tolle neue Bücher raus, was es einem schwer macht, nochmal nach den alten zu greifen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall noch ein paar davon befreien werde. Ich habe ja auf meiner 23 für 23 Liste extra mindestens die Hälfte davon von meinem alten Sub genommen, damit zumindest ja 12 Stück davon befreit werden. Und das ist auch ein Ansporn, die zu lesen, weil ich einfach diese Liste schaffen möchte. Welche Bücher ich auf meine Liste gepackt habe, könnt ihr auch in meinem 23 für 23 Video nachschauen. Ich verlinke euch das, wenn ich dran denke, gerne hier oben. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!